dann sah ich eine sehr lange Nachricht auf meinem Handy-Display. Und das heißt ja meistens nichts Gutes. Und so war es auch. Und ich dachte so, ja komm, wie geht's? Du hast es dir ja schon ein bisschen gedacht, jetzt sei mal ein bisschen gefasst, aber naja, das wird ja auch nicht einen Tag vor deinem Geburtstag machen. Da wird jetzt absagen und ich lese die Nachricht und es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Diese Nachricht war so schrecklich und dann, ja, er meinte dann sowas wie, dass er noch nicht so weit sei und mit seinen Panikattacken und das alles und dass ihm das so wahnsinnig leid tut, weil er so gerne mit mir glücklich sein möchte, aber er das nicht kann. Und mein Heulpegel mit jedem Wort, das ging einfach immer höher. Und ich dachte so, das darf jetzt nicht wahr sein, das passiert doch jetzt hier nicht wirklich. Wenn ich mal richtig verknallt bin und das jetzt hier voll die Kernerschütterung des Lebens ist, passiert das jetzt echt? Wozu? Dachte ich so, wozu muss ich das jetzt erleben? Ja, und dann habe ich allen Menschen in meinem Umfeld Bescheid gegeben und habe gesagt, pass auf Leute, so und so sieht's aus. Der hat jetzt hier die Segel gestrichen und ich will keine Anrufe, ich will keine Grüße, nichts. Ich werde jetzt erstmal eine Woche lang heulen, schätze ich mal. Und ja, habe das auch meinen besten Freundinnen geschrieben. Und die standen dann irgendwie aber keine halbe Stunde später bei der anderen Freundin vor der Tür. Die eine hatte noch die Haarkur drin und die haben 3 Flaschen Wein mitgebracht. Und dann war erstmal, ja, dann haben wir uns erstmal, habe ich mir erstmal ein bisschen die Batterie abgeklemmt. Ich wollte es nicht mehr spüren. Also ich wollte, man kennt das ja. Am besten wäre auch, wenn man irgendwie so ein Mittel gegen Liebeskummer erfinden könnte, was das alles wegmacht. Oder wenn man ganz, oder wie so ein Winterschlaf hält, so ein Liebeskummerschlaf und dann wacht man auf und alles ist wieder okay. Aber dann wäre es halt nicht das Leben und das Hoch und das Tief und das alles.